Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Heute das Thema Hebelgesetz. Ein Kamerad von euch hat sich gemeldet, dafür nochmal schönen Dank, weil er meinte, das mit dem Hebelgesetz, das würde er gerne nochmal erklärt bekommen. Das würde ich jetzt an der Stelle gerne machen. Und zwar ging das um das Thema, als ich einen Unterflöhe-Drahtschlüssel hatte, dass wir hier so einen Hebel dran haben. Und ich in einem Video, das könnt ihr nachher nochmal sehen am Ende, die Verlinkung, und zwar wie man einen Unterflöhe-Drahtdeckel aufmacht. Und wenn nun alle Stricke reißen und das mit dem normalen Haken nicht geht, haben wir so einen Haken angebaut, wo wir wunderbar den Deckel einhaken können und dann mit dem Hebelgesetz das nutzen können. Können wir uns, ne? So. Deshalb jetzt mal hier an diesem Unterflöhe-Drahtschlüssel kurz, was wir für Kraft sparen, wenn wir das einsetzen. Das heißt, wenn wir diesen Unterflöhe-Drahtschlüssel benutzen, drehen wir um diesen Punkt. Das heißt, hier liegen wir auf, hier haken wir ein. Und wie weit rechts wir anfassen müssen, dass es leichter geht, erklärt sich gleich. Angenommen, wir würden jetzt direkt hier an dieser Stelle hochheben. Hätten wir da eine Ersparnis? Eigentlich nicht, ne? Dann würden wir genau, ich sag mal, wenn jetzt hier, ich sag jetzt mal, nur 10 Kilo dranhängen würden, die hier runterziehen. Und ich an der Stelle hochziehen würde, ich nehme mal eine andere Farbe. Wenn ich hier hochziehen würde, würde ich an der Stelle auch natürlich die 10 Kilo hochheben. Plus der Stange wahrscheinlich, ne? Okay, also 10, 10. Wenn ich jetzt aber hier aufliege und ich habe die Strecke im Vergleich zu dieser Strecke, und da gucken wir jetzt mal, was das bringt, wenn ich hier am Ende anfasse, passiert nämlich Folgendes. Wenn ich um diesen Punkt hochdrehe, ja, dann habe ich ungefähr hier 10 Kilo. Wenn ich jetzt dieselbe Strecke nochmal verlängere, nochmal, nochmal, ich sag mal, wenn ich jetzt hier hochheben würde, wenn ich hier anfassen würde mit der Hand an der Stange, würde ich die Hälfte nur hochziehen. Erkläre ich gleich, warum das so ist. Hier sind es nur 5 Kilo. Ne? Und dementsprechend teilt es immer weiter auf. Das heißt, am Ende würde ich wahrscheinlich nur ungefähr gefühlt jetzt 1 Kilo hochdrücken oder 2 Kilo, um diese 10 Kilo hochzuheben. Ne? Wie viel es genau sind, erkläre ich euch jetzt gleich am Hebelgesetz. Okay? Los geht's. Okay, das Hebelgesetz habe ich hier mal aufgeschrieben. Ist hier F1 zu F2 wie R2 zu R1. Ganz einfach. F ist die Kraft, die Last, die runtergedrückt wird. Also hier ist ein Kipparm, ich sage mal, das ist eine Wippe. Entschuldigung, habe ich vergessen, eingangs zu sagen. Hier ist eine Wippe, die liegt in der Mitte auf. Und rechts und links habt ihr sozusagen eure Sitzplätze, sag ich mal. Ne? Hier sitzt einer auf der Wippe und hier sitzt einer auf der Wippe. So, dieses Gewicht, was hier drunter gedrückt ist, hier F1, auf der Seite F2. Ne? Kamerad 1, Kamerad 2, der auf der Wippe sitzt. So, der Abstand R1 und R2. Das Hebelgesetz gibt eigentlich die Verhältnisse an zwischen dem und dem Gewicht im Verhältnis zu dem und dem Abstand. Wichtig die Reihenfolge. Das zu dem, wie das zu dem. Ganz einfach. Also F1 zu F2 wie R2 zu R1. So, wenn ich hier jemanden drauf sitzen habe, ich sage jetzt mal 10 Kilo, lass ich mal leicht rechnen. 10 Kilo ist F1. 10. Und hier auch 10 Kilo. Okay. Und der Arm ist, sage ich jetzt mal, 5 Meter lang und der andere ist auch 5 Meter lang. Dann haben wir hier ein Verhältnis von 1 zu 1. 1 gleich 1 oder 1 zu 1 fast. Ne? Das heißt, wir werden genau die Waage haben. Kennt ihr, wenn ihr ungefähr gleich schwer seid und gleich weit auseinander sitzt, passt das. Wenn einer schwerer ist, ich habe von so einem Problem schon mal gehört, und man schwerer ist, da muss man ein bisschen weiter nach innen rutschen, um das zu kompensieren. Das macht er wahrscheinlich automatisch. Dann merkt er auf einmal, ab einem gewissen Punkt, bei mir wahrscheinlich hier, ab einem gewissen Punkt, wenn man schwerer ist, also wenn man mehr Last hat, wenn man mehr Last hat, angenommen, ich wiege jetzt das theoretisch das Doppelte, so, würde jetzt die Wippe ja gnadenlos hochkippen. Klack. Ne? Das heißt, man müsste dann, ja, wie weit reduzieren? Ihr werdet es wahrscheinlich wissen. Das wäre ungefähr auf die Hälfte, auf der Hälfte würde das dann wieder das Gleichgewicht bringen. Ne? Wir können ja mal ausrechnen, was passiert, wenn wir jetzt mal hier auf der Seite F2
Wir machen es hier, ist leichter. Wir machen auf der Seite F1, machen wir jetzt einen, der ist doppelt so schwer wie er hier. Okay, das wische ich mal kurz ab. Oh, ich nehme eine andere Farbe. Machen wir es so. Wir setzen ein. F1 hat 20. F2 hat immer noch 10. Die Längen haben sich nicht verändert. Das heißt, auf der rechten Seite ist immer noch 1. Und hier haben wir jetzt 20 durch 10, ungefähr 2. Ne? 2 zu 1. Das heißt, das wiegt hier doppelt so schwer. Ne? Ist ja auch doppelt so viel. Okay? Das heißt, was müsste ich jetzt machen? An welcher Schraube könnte ich drehen, um ein Gleichgewicht hinzubekommen? Mit dem dicken Klops hier drauf? Man müsste hier irgendwie näher ranrücken. Und wie weit muss ich hier 1 verändern? Gucken wir mal. Ich müsste hier 2 zu 2 hinbekommen. Das ist wieder gleich. Ne? Das heißt, was muss ich hier machen? Auf was muss ich R1 reduzieren, damit hier 2 rauskommt? Natürlich 2,5. 2,5. Weil das ist nämlich wieder 2. Und in dem Moment habe ich wieder ein Gleichgewicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf 2,5 rüber. Und das wäre ein Gleichgewicht. Ist eigentlich logisch, ne? Okay. Und so kann man das, gilt natürlich nur bei senkrecht wirkenden Kräften, man kann es auch super kompliziert machen. Man kann hier Reibungswiderstände, was ist, wenn das hier verrostet ist oder so mit reinnehmen, aber erstmal grundsätzlich, dass ihr versteht, was machen wir, okay? Kommen wir nur nochmal zum Unterflöhe-Dran-Schlüssel, wo wir hier unten auf der Viertellänge, sag ich mal, diesen Haken angebaut haben, okay? Wir liegen hier auf, das ist der Punkt, und der Haken ist hier. Und das zeichne ich mal ganz kurz mal ein. Hier ist der Haken. Und ich sag mal, wenn ich jetzt mal so gucke, 25 cm ungefähr weg. Ja, ich sag mal so 4 mal 25 cm. Das Gesamtunterflöhe-Dran-Schlüssel wird ungefähr 1 Meter haben. Das heißt, wir hätten hier einmal da, wo der Haken ist, und 4 mal, wo ich maximal anfassen kann. So. Jetzt trage ich mal ein. Die Kraft, die runterzieht, also die erste Stelle, die wir belegen können von der Formel, ist, sag ich mal, R1. Tragen wir mal ein, ist, haben wir gerade gesagt, R1 ist gleich 0,25 Meter. So. Ne? Ich mache es mal ein bisschen größer, damit ihr das besser lesen könnt. 0,25. Und hier, wo ich anfasse, weil wir kippen hier um den Punkt, prinzipiell ist es genau das gleiche wie mit der Wippe. Ob ich jetzt eine Wippe nach links und rechts belade oder ich biege das hier rum, mache das auf die andere Seite, ne? Irgendwie, ne? Ist prinzipiell so ähnlich. Das heißt, wir haben einmal R1 mit 0,25. R1 und R2 ist, wo ich anfasse, die andere Richtung, wo ich nach oben ziehe letztendlich. Das ist hier das, wo ich hier runterziehe, ein Gewicht. Und hier ist, wo ich hochziehe. Das heißt, hier sind wir ungefähr bei dem Vierfachen. 1 Meter. Hier ist 1,0 Meter. Hier waren es 0,25 Meter. So, das können wir schon mal eintragen. Ich nehme mal kurz eine andere Farbe. R1 war 0,25 und R2 war 1,0. So. Da sehe ich schon, das ist ein Verhältnis von 4. Okay. Sagen wir mal, der Unterflöhe-Dran-Deckel wiegt, der hier dran hängt, dieser Deckel, ne? Der wiegt jetzt ungefähr 10 Kilogramm. Das wäre jetzt, weil es bei R1 ist, F1. Tragen wir mal kurz hier neben. 10, so. Jetzt weiß ich schon, damit ich den Deckel anheben kann, muss ich ja über diesen, wenn ich eine Wippe sehe, über diesen Gleichgewichtspunkt drüber hinweg. Das heißt, ich muss, um ihn einmal schwerelos zu machen, quasi den Deckel, muss ich ihn sozusagen die Kraft aufbringen, die der Deckel jetzt nach unten zieht. In dem Fall 10 Kilo beim Abstand von 0,25. Das heißt, wenn ich hier die vierfache Strecke zur Verfügung habe, brauche ich nur ein Viertel der Kraft, die er zieht. Das heißt, 10 durch 4, wenn ich jetzt gedanklich die Formel umstelle, wäre dann 2,5 Kilogramm. Das heißt im Endeffekt, dass ich hier nur 2,5 Kilo
an Kraft aufbringen muss, um den 10-Kilo-Deckel hier an der Stelle zu bewegen. Okay? Denk mal, leuchtet ein. Ne? Gut. Gibt es auch so einen Nebeneffekt, dass ich im Endeffekt aber auch die vierfache Strecke zurücklegen muss zum Hochheben, weil hier bewegt es sich nur ein bisschen und hier habe ich einen ordentlichen Hub. Da ist aber das Hebelgesetz. Okay? Gut. Wie man das Hebelgesetz noch einsetzen kann, zeige ich euch jetzt. So, und ich zeige euch jetzt mal, wo man dieses Hebelgesetz noch benutzt. Und das war es vielleicht gar nicht bewusst. Aber seht ihr diese Brechstange hier? Die ist so lang ungefähr wie fast wie die gesamte Tafel. Und ich werde jetzt mal einzeichnen. Ich stelle es mal kurz weg. Wie sich da die Kräfte verhalten. Der Kuhfuß vorne war wirklich nur, ich sag mal so breit ungefähr, ne? Das ist R1. Und der Rest, der gesamte Kuhfuß, war so lang wie die Tafel. Ich behaupte mal, bestimmt R1 mal 20 ist ungefähr R2. Das heißt, ich brauche hier nur ein 20stel der Kraft, wie hier vorne dranhängt. Das heißt, wenn ich hier vorne am Ende der Brechstange, ich zeige es nochmal ganz kurz, wenn ich am Ende der Brechstange hier 100 Kilo hochhebe, 100 Kilo hochdrücken will, brauche ich hier nur ein 20stel der Kraft, 5 Kilo. Ne? Das heißt andersrum, wenn ich irgendwo eine Tür reinkeile und ganz am Ende mit 50 Kilo mich reinhänge, kann ich hiermit eine Tonne wegdrücken vorne. Eine Tonne, das 20-fache. Allerdings nur eine kurze Strecke. Ich muss relativ viel Hub ausüben, um hier so eine kleine Bewegung durchzuführen. Aber das ist ein ziemlich kräftiges Argument und deshalb sind diese Brechstangen auch so schön schwer, weil die müssen natürlich stabil sein. Ne? Das ist nicht Schikane, die Kraft muss auch gehalten werden, sonst verbiegt sich das Ding. Ne? Okay? Sehr schön. Was ihr vielleicht auch alle kennt, also was ihr auch alle kennt, ist wahrscheinlich dieses Halligan-Tool. Wunderbar geeignet, um auch Türen zu öffnen, PKW oder so weiter. Ne? Man kommt hier wunderbar rein, klack. Und dieses Gelenk, die Wippe ist sozusagen hier vorne. Und deshalb, man hat hier so ein kurzes Stück und schnell mal das Zehnfache, was man hier an Kraft auswirken kann. Ne? Deshalb ist das Ding auch relativ stabil und schwer. Ne? Halligan-Tool. Effektives Teil. Ne? Rein, klack. Der gibt jede Tür nach. Also die Tür, die er nicht nachgibt, ne, das ist schon schwer zu finden. Okay? Ja, soweit zum Hebelgesetz. F1 zu F2 wie R2 zu R1. Ist eigentlich ganz logisch, ne? Okay. Ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Danke für die Frage. Ich habe ja gesagt, ich biete gerne an, wenn Fragen sind, mache ich euch ein Video fertig. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich erklärt. Freue mich wieder über eine Botschaft von euch und ja, schönen Dank fürs Zuschauen und macht's gut, ne? Euer Feuerwehr Willi. Bis dann.